euch gemacht. Es ist noch zu früh, Leute. Es ist 11 Uhr. Es ist 10 Uhr, okay? Hey, Leute, willkommen zu diesem weiteren Video, meine Freunde. Willkommen zu einem weiteren Tag hier auf Hey Moritz, Leute. Das wird wieder toll. Leute, denn heute machen wir wieder eine Aushalten-Challenge mit der ganzen Gang, Leute. Nola ist am Start, Isabelle ist am Start, Lea ist am Start und Anu auch, Leute. Es wird einfach nur sehr, sehr wild, denn, Leute, wir sind heute in einer riesigen Wasserskianlage. Guckt euch das einfach an, Leute. Und hier gibt es auch noch etwas, was ich noch nie gesehen habe in meinem Leben. Es ist einfach nur absolut geisteskrank. Das wird nachher, die letzte Aufgabe wird geisteskrank. Aber Leute, heute ist es etwas anders. Und zwar kann man rausfliegen, aber alle müssen die letzte finale krasse Runde machen. Also alle müssen die letzte Challenge machen. Das heißt, selbst wenn du alle Challenges vorher verkackst, wenn du das Finale mega gut machst, dann gewinnst du trotzdem noch. Bevor wir anfangen, Leute, habe ich mir natürlich noch was Tolles ausgedacht. Lea und Isabelle, ihr seid ja immer die Meerjungfrauen im Video. Ich würde sagen, heute seid ihr es auf jeden Fall wieder. Wieder umziehen, los geht's. Das sind doch keine Meerjungfrauen, Kostüme. Das ist die Tür. Das ist toll! So, meine Freunde, wir sind jetzt umgezogen. Also, Leute, wir sind alle in Schwimmsachen. Es wird wild. Wir fangen erstmal ganz entspannt an mit der ersten Challenge. Damit wir auch alle sicher sind, Leute, habe ich uns ein paar Schwimmflügel mitgebracht für euch, Leute. Schwimmen, das ist perfekt. Und die Aufgabe ist wie folgt. Weißt du schon, man braucht zwei. Ja, eigentlich braucht man nein, hier braucht man nur einen, okay? Jeder von uns hat nur einen einzigen Schwimmflügel. Und wer es schafft, schneller den Schwimmflügel an seinem Arm komplett aufgeblasen zu haben. An dem Arm. Genau. Ich kann keinen Luftballon aufpusten, ne? Ich auch nicht. Wir kippen einfach gleich. Wir haben echt gute Kandidaten hier am Start, Alter. Wer es schafft, als erstes den Schwimmflügel komplett fertig zu haben, der gewinnt hier. Sagen und schreibe, 2 Punkte. Oh, wow. Wow. Okay. Hey, das ist voll gut, 2 Punkte zu haben. Achtung, 3, 2, 1, go. Hey, warum kommt da keine Luft rein? Oh, 2 Punkte, fertig. Nona hat gewonnen. 2 Punkte. Hey, die hat, nein, hä? Mir fehlt ja eine. Oh mein Gott, weitermachen. Oh, Leute. Fertig. Fertig. Ich bin auch fertig. Tja, verkackt. Die 2 Punkte gehen an aber mich. Denn jetzt, meine Freunde, geht's. Sag mal, wie fest ist denn deins? Das ist mein Bizeps, Alter. Guck mal, Isabelle, wie angestrengt sie ist. Weißt du nicht, dass man drückt? So, hast du gerade 30 Minuten dafür gebraucht? Ja, ich wusste nicht, dass man drücken muss. Fang es halt auch 4-mal. Ja, zurück. 100 IQ. Ja, es ist ultra warm. Ja. Lauf mal bitte so richtig romantisch Hand in Hand hier rein, bitte. So ein Film, Digga. Jetzt ist Slow-Mo rein, Leute. Slow-Mo und Cinematics go. Das ist gar nicht romantisch, Digga. Okay, Leute, rein jetzt. Komm, Leute, die zweite Challenge ist wie folgt. Wer länger den Kopf unter Wasser hält, der gewinnt hier und zwar ganze 3 Punkte. Ich hab mir gerade ausgedacht. Achso, ein Zusatz noch. Der jetzt gleich die Challenge verliert, ist dann für die nächste Challenge disqualifiziert. Der darf dann nicht mehr mitmachen. 3, 2, 1, go. Nimm mal rein. Okay. Alter! Janu! Digga! Easy, ich könnte noch 5 von dir. Wir haben jetzt Boote, 2 Stück hier an der Zahl. Und wir machen jetzt Teams, Leute. Also das heißt, ihr könnt jetzt als Team gewinnen. Und zwar jeweils 5 Punkte. Das heißt, 10 Punkte als Team. Ich denke mal, ihr werdet ein Team sein. Lea und ich sind ein Team. Isabelle ist ja, wie gesagt, das raus. Wer jetzt hier gleich mit diesen Booten schneller ans Ufer kommt, der hat gewonnen. Wir fangen von da ganz hinten an. Wer als erstes am Ufer ist, der hat es geschafft. Muss aber noch aufs Boot ausgestiegen werden. Als Boot muss. Und wer als allererst hier hingerannt ist, ich mache hier noch eine Linie. Hier ist das Zieltor. Wer als erstes hier durchgerannt ist, der hat den Aal hier gewonnen. Dann, let's go. Geht schon los? Oh mein Gott, ich hab eine viel bessere Taktik. Wir machen was ganz anderes. Leute, Lea und ich waren ein wenig lost, als wir versucht haben zu paddeln. Ich weiß nicht, mir hat das nicht ganz so gut geklappt bei uns. Aber wir sind trotzdem an den Anfang gekommen und haben das Rennen gemacht. 3, 2, 1, Leute, meine Taktik war es, aus dem Boot auszusteigen einfach zu schwimmen, damit Lea weniger Gewicht hat und sie anzuschubsen. Aber es hat irgendwie gar nicht geklappt. Ja. Schatz, was machst du denn? Komm! Ich meine, Nola, was machst du denn? Ja! Und dann die Gewinner! Die Verlierer. Was war das? Oh mein Gott! War keine gute Taktik. Auch dabei, ihr habt's probiert, ne? Ist ja. Aber gegen uns beide. Nee. Wir sind einfach ein eingespieltes Team, wisst ihr? Da kommt keiner gegen an. Aber es ist alles schief gegangen, Alter. Es ist so schief gegangen. Aber ich muss sagen, es war sehr knapp. Leute, wir haben eine Fleck auf der Kamera, es tut uns leid. Leute, nächste Aufgabe und zwar, meine Freunde, machen wir jetzt wieder einen Kampf. Johannes und ich haben letztens einen Boxkampf gemacht, das ist sehr gut ausgegangen. Boah, was?
Jetzt machen wir einen Kampf zu fünf. Ringen. Wir ringen jetzt. So haben wir hier eine Plattform, Leute, guckt euch die an. Wer als letztes auf der Plattform stehen bleibt, wer hat gewonnen. Diesmal machen wir mal richtig krass. Nein! Das ist ein fetter Käfer. Der ist da dreimal noch drauf. Karl, hilf mir, du Fuck! Ich hab Boris, kannst du mit Wo denn? Oh mein Gott, der ist riesig. Oh mein Gott, what the fuck. Der klettert, der ist reingeklettert. Der ist reingeklettert gerade. Nein! Spaß. Er ist weg, er ist weg. Mann, Karl! Der war gerade. Der war schon die ganze Zeit. Du fuckst mich richtig ab, du fuckst mich richtig ab. Leute, wir machen jetzt eine Ringrunde. Ich hab den schon instant weggehauen. Hallo, hallo, hallo. Also Leute, Nona, du bist die Erste, die ich gleich reinwerfe. Es geht um 10 Punkte, Leute. 10 Punkte. Ja, du hast du. 10 Punkte, Digga. 10 Punkte. Wer als Letztes stehen bleibt, 10 Punte. Ich würde sagen, let's go, wir labern nicht da weiter. Okay, Leute, ich würde sagen, das Ring geht los. Jeder geht jetzt in eine Ecke. 3, 2, 1. Scheiße! Leer! Keanu, jetzt sind nur noch wir beide! Ah. Oh oh! Fuck. Der Riese jagt mich! Nein! Ja! 5 Sekunden, Bruder! 5 Sekunden! Digga, du bist ein Gewinner! Ich hasse dich! Und dann ging es auch schon los mit dem großen Finale, Leute. Und fürs Finale habe ich mir etwas richtig Krankes ausgedacht. Und zwar eine Wellenmaschine. Als das Ding angeht, dachte ich mir einfach nur so, was zur Hölle, Alter. Du Scheiße, Alter, was ist das, Digga? Es ist richtig krank. Leute, danke! Wir hatten aber einen sehr guten Lehrer, der uns das ein bisschen beigebracht hat. Weil wenn man da was falsch macht, dann kannst du dich halt richtig auf die Fresse legen. Genau, also wenn ihr hinfallt und ihr werdet safe hinfallen, sobald ihr das Wasser berührt, werden wir weggeschossen. Leute, nee. Na, Isabel, hast du Bock? Ich hab voll Angst. Was geht euch hier durch den Kopf? Sie hat mal wieder Angst. Nein, weil... Die checkt es. Oh, oh, da ist schon Beziehungskrise hier. Ehekrise, Digga. Ich mach Schluss. Leute, ich würde sagen, es geht los mit dem Finale. Die finale Runde, Leute. Es ist einfach nur geisteskrank. Leute, in der finalen Runde ist es so. Für jede Sekunde, die wir schaffen, da auszuhalten, kriegen wir einen Punkt. Das heißt, die ganzen Punkte vor ihm können wir jetzt einfach komplett zerstören, wenn ihr jetzt einfach irgendwie 10 Sekunden oder 20 Sekunden aushaltet, Digga. Gewonnen. Ich würde sagen, wir testen das Ganze aber jetzt vorher erstmal ein bisschen, damit wir nicht komplett auf die Schnauze fallen. Ja, hat ein bisschen Angst. Okay, Leute, ich fahre den ersten Test, Alter. Ich werde so reinknallen, Digga. Das wird so schlimm. Oh, die Aufregung steigt jetzt gerade irgendwie ein bisschen, muss ich sagen. Ihr seid so schadenfroh, Digga. Ihr werdet mich so auslachen, Alter. Ich hasse euch. Und dann ist mir einfach direkt das Board weggeflogen, Alter. Ich war so ein Lappen. Aber dann auf einmal habe ich es irgendwie mega nice hinbekommen. Das hat voll gut funktioniert, Digga. Ich glaube, ich schaffe das hier. Das könnte die erste Challenge sein, die ich gewinne, Digga. Und jetzt haben es die anderen ausprobiert und das war so f***ing lustig. Junge! Oh no, oh no! Jetzt ist Lea dran, an Lea ist da. Hast du Angst? Lea, wenn du das jetzt schaffst, bist du die krasseste. Lea, Lea, Lea! It was at this moment that he knew. He fucked up. Und tschüss. Und auf einmal ist sie so weg. Oh mein Gott. Okay. Nochmal nach vorne lehnen. Oh mein Gott. Es gibt kein Zurück mehr. So Angst. Janu, nicht den roten Knopf drücken. Versuch es nicht zu tun, okay? Er ist schon sehr, sehr, sehr verlockend, ihn zu drücken, aber bitte tu es nicht. Aus. Nein, hör auf jetzt, Junge. Geh weg von den Knöpfen. Nona war der ganzen Sache nicht so ganz geheuer. Sie hat sich das irgendwie nicht so getraut. Wir saßen da wirklich 15 Minuten an diesem Ding und haben das. Sie wollte einfach nicht rein. Warte, wir sind hier schon seit 15 Minuten stehen. Wir in 15 Minuten geht's hier nicht weiter. Und dann hatte sie die glorreiche Idee, einfach mal so reinzuspringen und zu gucken, wie es ist. Oh nein! Und wie war's? Na, wie war's? Ja. War's schlimm? Ja. Leute, ich würde sagen, es ist Zeit fürs große Finale. Es wird genug trainiert, wenn man das Trainieren nennen kann. Ja, das war auf jeden Fall Hammer-Training. Nona, bist auf jeden Fall ziemlich geslidet. Leute, ich würde sagen, jetzt zählt die Zeit. In der Sekunde, wo man das Ding loslädt und es auf der Welle steht, da zählt die Zeit. Jede Sekunde ist ein Punkt. Das heißt, jede Sekunde zählt. Okay, Leute, ich würde sagen, wer fängt an? Nona. Okay. Let's go. Let's go, erste Runde, Leute. Let's go. Ja, jetzt. Oh mein Gott!
wird schwer zu toppen. 20 Sekunden ist das krass. Letzte Worte. Ich hoffe, ich überlebe es. Schaffst das. Ja, du schaffst die 27 Sekunden. Go! 5 Sekunden! Oh, okay, 5 Sekunden, aber trotzdem war nicht mal schlecht. Isabel, bist du bereit, die 25 Sekunden zu knacken? Nein, aber ja. Nein, aber ja. Nein. Nicht mal eine Sekunde. Eins. Nein, es war unter einer Sekunde, es war 0,5. Ich hab's nicht mal geschafft zu stoppen. Beste Leben, es war nicht mal eine Sekunde. Das von Isabel zu toppen wird schon richtig schwer. Das war gerade unter einer Sekunde. Das, also das zu toppen, das schlechter zu machen, wird schwer, meine ich. Eine Sekunde länger als Lea, aber. Ich muss jetzt die 25 Sekunden schaffen, Digga, dann raste ich aus. Alter, das wird so knapp. Nola, das war. Alter, Mann, Nola, das war so knapp. Warum hast du es geschafft? Aber ich muss sagen, ich hab dich auch so ein bisschen die ganze Zeit geschubst. Hast du? Ja. Also jetzt 25 Sekunden, let's go. Wie ein Känguru. Kein Plan, warum ich es auf einmal so gut hinbekommen habe, aber ich hatte eine Challenge. Ich wollte auf der anderen Seite wieder aussteigen. Digga, fast eine Minute. What the fuck? Ja! Was sagst du dazu? Ja. Das ist eine andere spannende Finale. Fast eine Minute. Ja, das war mein Tagesziel, Digga. Du hast gewonnen. Ey, ich habe die erste Challenge gewonnen. Die Finale hast du gewonnen. Ja, es hätte ich das erste Mal geschafft. Ja, toll, jetzt muss ich mir selber Geld geben. Toll. Ich hab Jonah gesagt, das wird ein richtig geiler Tag am See. Digga, so einfach. Ich geh ins Weltreiten, ich kann zwei Boote aufpumpen. Ja, danke für nichts, Digga.